Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder mal einen Skin-Contest, aber die Skins werden den Räumen angepasst. Zum Beispiel, ich sage jetzt Milkan, du kriegst Admin und dann muss er sich den Skin dazu anpassen und aussuchen und der Gewinner wird dann halt später entschieden. Milkan und ich sind aber natürlich außen vor, denn wir bewerten die Skins sozusagen. Ich habe gerade 5-mal Brainlag gehabt und mit dabei ist, wie gesagt, heute Milkan. Wie oft habe ich jetzt schon Milkan gesagt, Milkan? Ich bin Milkan. Hallo, Milkan. Milkan ist auch am Start. Hallo, Milkan. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir starten. Let's go. Einmal eine 1 in den Chat, dass ich jeden Namen sehe. Und die Leute kriegen dann einfach verteilt eine Sache. Freunde, da seht ihr schon mal, wie ich das meine. Race kriegt jetzt Reaktor. Reindeer, also er will sich wahrscheinlich so nennen. Reindeer kriegt Mad Bay. Milkan, du entscheidest für Puffy Fifi. Puffy Fifi hört sich an wie so ein Admin. Puffy Admin. Smiley kriegt Cafeteria. Fabio kriegt Weapons. Luga kriegt Navigation. Oh echt, Communication ist glaube ich cooler. Ja? Ja, safe. Luga kriegt Comms. Der Wendler, einer der besten Namen, die ich je gehört habe, Freunde, wegen Wend und Wendler, also krass, kriegt Security, haben wir noch nicht, ne? Security, ganz wichtig. Warte mal, fehlt noch wer oder waren das alle? Wir zählen mal kurz durch. Das Hochscrollen in diesem Spiel triggert an, ab nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einer fehlt, glaube ich, noch. Der Wendler, Race, Slenderman fehlt. Ah. Welchen Slenderman fragt gerade. Slenderman kriegt Storage. Ich hoffe, jeder hat sich alles gemerkt. Wir starten jetzt, Freunde. Der Imposter kann natürlich auch ganz normal sich in seinen Raum stellen. Wäre natürlich cool, wenn einer von uns es ist. Aber anscheinend nicht. Egal. Bitte nicht, natürlich nicht sabotieren, bla bla bla. Ihr wisst, wie es ist. Milkan, wir gehen am besten hier oben in Shields in die Ecke. Shields? Nee, nicht Shields, was laber ich? Upper Engine, meine ich. Oh. Weapons ist ja jemand drin. Upper Engines ist keiner. Da stellen wir uns in die Ecke und warten, bis jeder seinen Raum betreten hat. Und dann können wir loslegen, Freunde. Arnold! Warte mal. Ich bin Arnold. Oh, ich passe in diesen Raum. Du passt unter mal. Digga, ich bewerte dich jetzt. Stell dich mal ein bisschen nach rechts, dass man dein Pad sieht. Guck mal, Freunde. Upper Engine ist ja so technikermäßig. Er hat halt echt so ein Techniker-Skin. Plus sein Roboter-Pad. Und das war nicht geplant, Digga. Milkan, du bist schon mal mein Favorit. Ich nehme dich jetzt mit rein, Digga. Ist mir egal. Wir haben Milkan schon mal bewertet, Freunde. Feier ich auch nochmal. Ich denke, wir werden 2 Runden machen. Ich weiß nicht genau. Gucken wir, wie lange wir brauchen. Und dann nehmen wir natürlich noch eine andere Map. Ich glaube, jeder sollte seinen Raum gefunden haben. Dann let's go, Milkan. Okay. Ich glaube, Reaktor ist der Erste. Oh, wir haben hier direkt 2. Okay, Race. Okay. Er ist so dieser Mechaniker, der sich die Hosen dreckig macht, wenn er Autos repariert und so ein Kram oder an irgendwelchen Gewinde mit Fett und so. Passt. Ich würde sagen, zu Reactor, das würde eher so Lower und Upper Engine sein, wo ich das sehen würde. Weißt du, wie ich meine? Weil da ist mehr so dreckig und was funktioniert nicht. Reaktor ist so clean. So, da würde eher dein Skin mit reinpassen, so als Forschermäßig, habe ich das Gefühl. Ah, stimmt schon, ja. Also, was ist deine Meinung so? Also, wir machen mal eine Bewertung von, also 10 ist das Beste und 1 ist das Schlechteste. Ich sag mal so, es könnte ja auch sein, dass hier zum Beispiel was kaputt war und er jetzt repariert, so einen, auf den deshalb Story übermitteln will, so, weißt du, Ja, das, oder die Vents haben nicht funktioniert und er musste die Vents neu machen oder irgendwie sowas, weißt du, oder? Ich finde den auf korrekt, weil es safe ist, hätte Stärkeres gegeben. Ich gebe ihm eine 6. Eine 6 von 10. Ja. Ja, ich würde auch sagen, hätte er so deine Sachen an, würde ich ihm vielleicht eine 8 geben oder eine 9 sogar. Aber so wie er ist, würde ich ihm eine 6 geben. Ja, eine 6 ist schon krass. 6 ist sehr gut, Freunde. Okay, wir haben jetzt direkt Milkan. Achso, Milkan, dir muss ich auch noch eine Benotung geben. Digga, eigentlich, du bist eine 10 von 10. Man hätte das nicht besser machen können. Das heißt, Milkan macht nicht mit. Oh. Naja, bei Fortnite schon. Okay, der Wendler hat hat seine Soldatensachen an in einem Raum, der auch grün ist. Und er hat halt so Officer-Sachen an und kann natürlich hier in die Camps gucken, ob alles in Ordnung ist. Dementsprechend, ich hätte vielleicht nicht rosa genommen, aber da kann er wahrscheinlich auch nicht. Kann er auch nicht, wie soll ich sagen, entscheiden, weil er vielleicht als 8. reingekommen ist und dann war nur noch rosa frei. Okay, deswegen können wir das nicht mit reinnehmen. Aber das, was er anhat, passt schon krass, würde ich sagen. Aber irgendwie finde ich, grüne Uniform hat mehr Macht als blaue Uniform. Weißt du, wie ich meinen will? Kann? Das ist ja eher so Armee-Soldat. Also ich sehe in dieser Person, Real Talk, einen Security-Mann. Ja. Und er chillt in Security. So, und es passt für mich wie Faust aufs Auge. Das ist krass. Also ich feiere es auch nochmal. Ist schon echt stark. Ist auf jeden Fall. Aber er hat natürlich auch eine recht einfache Sache bekommen, weil Security ziehst du dir einfach Polizeisachen an, so, ne? Er hätte aber auch das Blaue nehmen können. Und Milkan, siehst du da rechts? Ich wusste gar nicht, dass man das sieht, Freunde. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ihr das ihr wisst schon. Man sieht das echt, das ist übel geil.
der, wenn man das immer sieht, dann kann man voll die Plays machen. Egal. Ich würde sagen, was hast du dem Wendler gegeben? Alleine der Name, Digga. Alleine also, der Name ist für mich eine 10 von 10. Ich sag mal so, da ich noch nicht weiß, was auf uns zukommt, gebe ich eine gute 9. Okay. Ja. Der Wendler kriegt von mir, ich würde sagen, eine 7. Boah, echt? Okay. Ja, also ein bisschen besser als Dings. Der hat sich auch Mühe gegeben, Race, hier mit der Cabin backwards und so, feiere ich. Okay. Aber warte mal, wir müssen noch Mad Bay reingehen. Da war ja Reindeer. Der hat sich gerade selbst ein bisschen verraten. Wenn wir mehrere Gewinner haben, können wir eigentlich eine zweite Runde machen. Dann brauchen wir... Ja. Wir können das ja mal aufschreiben. Oder nicht aufschreiben, wir merken uns das, Freunde. Bis jetzt ist der Gewinner Security Mann. Okay, Reindeer, weniger ADS, please. Okay, hier haben wir einen Forscher, Doktor, standardmäßig in Mad Bay, was soll man sagen? Er hat sogar die Farbe weiß und das ist, finde ich, übel geil. So, es sieht halt aus wie Mediziner, so wie so ein Arzt. Also kann man echt nichts gegen sagen. Was soll man sagen? Er hat es eigentlich perfekt getroffen, oder? Er hat auch die Farbe weiß bekommen, also ist es ja, schon... Ja. Er hat schon vielleicht ein bisschen auch Glück gehabt. Er sieht halt einfach genau aus wie so ein Arzt. Also was soll man sagen? Wie man sich einen Arzt in Among Us vorstellen kann. Für mich ist es eine glatte... Ja, ich würde sagen eine glatte 9. Das war echt nicht schlecht. Und dann ist halt noch Imposter, dass er ein bisschen rumwenden kann. Das Ding ist, ich sag mal so, es ist sehr, sehr leicht. Man hätte vielleicht etwas Cooleres machen können. Deswegen gebe ich ihn... Ich gebe ihm tatsächlich nur 7. Du gibst ihm nur 7. Es passt schon in den Raum. Ja. Aber ich hätte was Cooleres erwartet. Ja, so ein bisschen mehr ausfälliger, so, ne? Nicht so Standard. Ja, richtig, richtig. Deswegen von mir halt safe nur 7. Okay, komm. Das heißt, ich habe eine 9 gegeben, es ist eine 8 dann. Wir machen das immer so. Was hattest du nochmal? Du hattest Dings, dann wäre der andere auch eine 8 gewesen, ne? Weil ich habe ihm eine 6 gegeben oder eine 7. Also, Race hat 6, eine 9. Der Wendler hat 9,7, Reindeer hat 9,7. Okay, sehr gut. Okay, Smiley in der Cafeteria, hier als Koch. Ich muss sagen, der Roboter kackt ein bisschen. Obwohl, der Roboter könnte so sein Assistent sein, ne? Der so das Essen an den Tisch bringt. Okay, das ist doch stark, Digga. Smiley hat da was rausgehauen, Freunde. Und Cafeteria ist gar nicht so einfach, da gute Skins hinzukriegen. Also hat er schon perfekt getroffen, was soll ich sagen? Deswegen, Smiley, sehr gut. Das Oberteil hat er auch angezogen, um zu zeigen, dass er halt in einem Raumschiff arbeitet. So einer auf denen, weißt du? Ja, dass er so Kellner und Koch ist, oder was? Ja. Smiley ist schon eine starke 9 für mich. Weil er hat so viel bedacht, Digga. Wenn das mit dem Roboter extra war, und er hat noch andere Pets, würde ich sagen, Smiley hat sich einen 9 verdient. Weil der so als Assistent mäßig... Ah, okay, Milkan hat gerade aufgeschrieben. Race hat 6,6, Wendler 9,7, Reindeer 9,7. Okay, das heißt, Reindeer und Wendler sind bis jetzt im Finale sozusagen. Okay. Milkan auch eine 9, weil es ist schwierig und er hat es trotzdem gekillt. Also. Er hat es krass gemacht. Also ich weiß nicht, wie man es besser... Vielleicht so ein anderer Kittel so, oder ich weiß nicht. Aber man ist natürlich auch mal limitiert in Among Us. Ja, würde ich so lassen. Okay, Fabio in Weapons. Hier hat er natürlich das Ding, wo er die Kometen mit abschießen soll. Und er ist so eine Art Polizist mit Polizeihund. Und er hat die hellblaue Farbe passend zu seinem Hund bekommen. Das ist schon krass, Digga. Aber es ist halt so Stunny-mäßig. Catch mich. Real Talk, null. Also hier hätte ich zum Beispiel diesen grünen Polizei, diesen Soldatenskin besser... Weil ein Polizist setzt sich nicht auf den Stuhl und schießt Kometen ab. Das machen, wenn, dann Soldaten. Aber ist nicht schlecht. Catcht mich aber auch nicht. Für mich ist es eine 6. Ich würde sagen, eine 6. Also für mich Becker? Ist es 4. Also eine 4? Okay. Ja, ja okay. Kann man, warum nicht? Warum nicht? Also, ja. Aber trotzdem, Fabio, nicht schlecht gemacht. Wo haben wir den nächsten? Haben wir, glaube ich, keinen. Warte mal, Storage? Storage ist auch so. Storage und Admin einer. Haben wir noch einen. Und Comms. Und Comms auch noch. Alter. Oh, okay. Luga setzt hier andere Sachen. Er macht sogar mit Antenne auf dem Kopf und sein Roboter in Comms, wo halt alles über so Abhören und Technik und so geht. Ah, Digga. Boah. Das Ding ist, das Oberteil erinnert mich sehr krass an zum Beispiel, wenn man irgendwelche Filme guckt, die in der Funkzentrale sind. Ja, diese Flugzeuge immer lenken und so. Wie nennt man die nochmal? Weißt du? Nein. Ich meine vom Tower aus, die sagen, so, ja, du darfst da und da landen. Ja, genau. Fluglotsen heißen die. Ich finde, das sieht original so aus. Und in Comms passt das halt unnormal. Mit seinem Stecker auf dem Kopf und dem Roboter da, Freunde, 9,5. Ich weiß nicht, ob man das noch toppen kann. 9,5. Okay, komm, eine 9. Eine 9. Okay, also hat er 2,5 Punkte mehr als Smiley bis jetzt. Okay, Race, was machst du hier? Ja, lauf mal lieber schnell weg, du kleiner Pisser. Okay, oh, Slenderman hier. Digga.
auf Baustelle angelehnt. Hey, ich wusste gar nicht, dass er so viele geile Skins haben kann. Vor allen Dingen, er bringt sogar den Müll weg, Digga. Digga, krass, okay. Er hat sogar noch Story eingebaut, weißt du, wie ich meine? Ja. Sehr stark, Digga. Okay, warte mal. Slenderman kriegt von mir noch keine Bewertung. Wir gehen jetzt erstmal in Admin rein und schauen mal danach, wer jetzt davon noch ins Finale kommt, sozusagen. Entschuldigung, gibt es hier einen Zauberschau? Er ist so Harry Potter in so einem Gaming-Raum, Digga. Okay, das passt überhaupt nicht. Okay, lass mal raus, dann haben wir eigentlich unsere Finalisten. Das ist Slenderman. Okay, Mirkan, jetzt liegt es daran, wie viele Punkte wir Slenderman geben. Also mit dem Müll-Story und so. Also im Finale, habe ich mal reingeschickt, ist ja? Smiley ist raus. Smiley Luca ist raus. Oder jetzt Slenderman. Kommt drauf an, wie viele Punkte Slenderman kriegt. Wenn Slenderman unter Smiley-Punkte kriegt, also unter 9 Durchschnitt, dann ist Smiley im Finale. Er arbeitet im Storage, hat eine Warnweste an, hat ein frisch gewischt Schild auf dem Kopf. Einfach, weil es passt einfach irgendwie, keine Ahnung warum. Ja. Und er bringt den Müll raus. Also, das ist krank, Digga. Luga hat storymäßig halt nix, er steht einfach in der Mitte. Weißt du, hätte er sich hier noch am Tisch gesetzt oder hier vom PC oder so gedingst, dann wäre krass. Aber, dass sich Slenderman bei dem Müll noch hinstellt und ich weiß nicht, für mich hat Slenderman gewonnen, Digga. Für mich hat er echt gewonnen. Wie viele Punkte gibt's denn? Ja, für mich ist schon 9,5. Weil du hast eine 10, Digga, mit deinem Zufallsprinzip-Skin, der perfekt gepasst hat. Das kann man nicht toppen. Ich gebe ihm auch eine 9,5. Es ist nicht perfekt, aber Bruder, für mich hat er die Runde safe gewonnen. Ja, ich würde es auch sagen, Slenderman. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, welcher Raum für euch gewonnen hat oder welcher Charakter, wenn ihr euch noch an die Namen erinnert, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber für mich hat Slenderman gewonnen, alleine, weil er hier an dem Müll steht und den Müll rausbringt und in Storage arbeitet, Storage-Lagerraum und hat noch eine Warnweste an, mit einem Warnschild obendrauf, krank. Hätte er noch Pet gehabt irgendwie, was dazu passt, keine Ahnung, wäre crazy gewesen. Dann wäre es eine 10 für mich. In den Kommentaren könnt ihr auch entscheiden, ob ich auch gewonnen habe. Oder schreibt Mirkan rein, natürlich, könnt ihr natürlich auch mitnehmen. Oder halt die anderen Leute. Für mich war es Slenderman. Freunde, wenn euch dieser Raumskin-Contest gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Auch immer gerne Sachen in die Kommentare schreiben, die ich noch aufnehmen kann. Ich habe mir 1000 Sachen aufgeschrieben. Wir werden vieles davon aufnehmen, vielleicht einiges nicht, weil es nicht funktioniert. Ich hau auch Sachen raus, die nicht funktionieren. I don't care. Creator Code A, Y, T oder MBK, der hat jetzt auch rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao.